Tschüss, schönen Tag. Östrogen-Tabletten. Ja, oder wären Sie eher für ein Gel, Herr Dr. Vorringer? Mit der Hormonsubstitution ist es nicht ganz so einfach, wie Sie sich das vorstellen, Frau Funk. Mhm. Man muss da schon das Für und Wider sehr gründlich und individuell abwägen. In Ihrem Fall allerdings nicht. Wieso nicht? Naja, weil Sie nicht in den Wechseljahren sind, sondern schwanger. Hitzewallungen zu Beginn einer Schwangerschaft sind gar nicht mal so selten. Nun, und wenn wir Ihren vermeintlichen Menopausen-Eintritt hochrechnen, dann landen wir in der 12. Schwangerschaftswoche. Das gibt's doch gar nicht. Andreas und ich haben das jahrelang vergeblich versucht. Und jetzt, wo wir es eigentlich schon aufgegeben haben, das ist so verrückt. Mailbox von Andreas Funk. Nachrichten bitte nach dem Piepton. Physiotherapiepraxis, Hamburg Nord. Hallo. Ja. Ja. Am Donnerstag. Ja, da schauen wir doch mal. Ja, um 10 Uhr. Zurück. Ist alles in Ordnung? Ja, es ist das andere Knie. Andreas? Andreas? Franzi, es geht einfach nicht mehr. Ich brauche einfach ein bisschen. Krass. Ich mach das doch nicht so schwer! Wir wissen doch beide, dass es vorbei ist. Genau das meine ich. Ein Ordnungstick, ein Kontrollzwang, die ganzen Neurosen. Ich schaff's einfach nicht. Klappe mal jetzt. Zeit für meinen Pflichtanruf. Freitagabend, Punkt 6. Ja.
Alles in Ordnung? Ja, ja, ja. Ja, ist alles gut bei uns. Du klingst so komisch. Wie klingt ich denn? Sag mal, Mädchen, weinst du? Ich schneide Zwiebeln. Und wie stellt er sich das vor? Für kurz, für immer oder was? Wir wissen doch beide, dass es vorbei ist, hat er gesagt. Tochter, ich habe dich gewarnt. Von Anfang an. Ach ja. Vorwürfe helfen jetzt gerade nicht, Hammer. Was erwartest du denn? Zuspruch. Kopf hoch oder wird schon, Mädchen, und was Nettes. Hast du Hunger? Könnt ihr was kochen? Wenn du außer deinem Reisfresser Chichi noch was anderes im Hause hast. Tut mir leid, dass dir so auf den Magen schlägt. Tut's denn nicht. Musst du auch froh, wenn Andreas weg ist. Ich denke mal, du solltest einen Kamillentee trinken. Und ich sollte mich auf den Weg machen. Und Sie können sich wirklich nicht vorstellen, das Kind auch alleine zur Welt zu bringen und großzuziehen? Gut. Sie wissen, dass Sie nach diesem Beratungsgespräch mindestens 3 Tage warten müssen bis zu dem Eingriff. Ja. Alles Gute, Frau Funk. Ja, Ihnen auch. Danke. Ja, danke. Dankeschön. Es ist... Entschuldigung? Entschuldigung? Sagen Sie, Lissi. Lilly. Lilly, wo machen Sie denn? Wollen Sie mal was Jokiges sagen? Bitte? 18. November. Irre, ne? Verstehe nicht. Na, wir haben denselben errechneten Geburtstermin. Steht in Ihrem Mutterpass. Sie haben meine Sachen durchsucht. Kein Stress, ey, alles noch da. Papa! Mach ich selbst das Zeug und verkauf's. Ist ein Brotjob, wenn Sie verstehen. Eigentlich bin ich Künstlerin. Ach. Kennen Sie die Schrauberbude hinten am Wallring? Nee. Da habe ich mein Atelier. Sagen Sie, Lilly, wo lassen Sie es denn machen? Wegmachen? Nee, ich war doch nicht wegen einem Schein in der Beratung. War wegen einer Wohnung da. Die vergeben so Unterkünfte an Frühgebärende. Bin zwar schon über 18, aber vielleicht geht was. Ich verstehe nicht, heißt das, also Sie wollen, dass... Bingo, das ist ein Wunschkind. So, so sieht es jetzt ungefähr aus, das Kürkchen. Buschig, ne? Kannst du behalten. Danke. Ich muss los. Entschuldigung, vielen Dank. Also, auf Wiedersehen, wollte ich sagen. Und hab mich gefreut. Erste gespeicherte Nachricht. Praxis Dr. Voringer, guten Tag, Frau Funk. Sie hatten um einen schnellen Termin für einen Abbruch gebeten. Und wir könnten Ihnen jetzt schon einen Termin... Fuck. Tina, entschuldige bitte, wirklich. Du weißt, zu spät kommen ist überhaupt nicht meine Art. Mhm. Und fluchen auch nicht. Mir schon klar, dass das eine schwierige Zeit ist jetzt. Wieso, woher weißt du das? Klimakterium ist mein 2. Vorname. Genau. Geht schon los. Entschuldigung.
Oh, Entschuldigung, ich bin ganz falsch. Frau Funk? Ja. Oh. Simon. Simon Niemeyer, ich war bei Ihnen in der Krankengymnastik. Ach, das war doch die Schultereckgelenksprengung, oder? Mit Schlüsselbeinbruch und Vollruptur? Zuck, kümmern wir. 5 Jahre her haben Sie den ganzen Trümmerhaufen noch parat. Ja, ich kann mir keine Namen merken, aber jede Läsion, die ich mal in den Fingern hatte. Und damit können Sie im Fernsehen auftreten. Hm. Mit Verspannung und Verletzung sind sozusagen mein Leben. Und ihr es? Naja, Druckflüssigkeiten, Regelventile. Sie arbeiten hier? Ja, naja, ich schaue gerne an alten Maschinen rum und manchmal auch an meinem Wagen. Ja. Aber es ist nur ein Job. Ich habe gerade meinen Master gemacht an der HAW, Flugzeugbau. Wirklich? Mhm. Das ist toll. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich dachte eigentlich, hier wäre ein Atelier für Künstler. Alili. Raus, nach rechts, erste Tür links. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ach nee. Ich wollte gar nicht stören. Ich wollte Ihnen nur Ihren Finderlohn bringen. Das habe ich heute Morgen in der Hektik ganz vergessen. Hier, bitteschön. Wow. Na, besten Dank auch. Naja, ich habe zu danken, dass Sie so ehrlich gewesen sind. Es geht gleich wieder. Es ist nur eine Stauballergie. Das gefällt mir. Was jetzt? Also, hier an der Akademie, da lassen die einen auch ohne Abi studieren. Bei so überragender künstlerischer Befähigung. Na, dann sollten Sie sich bewerben. Ja, habe ich vor. Kann hier erstmal an meiner Mappe arbeiten. Bin seit Januar hier. Hab's vorher in Berlin probiert, aber ja, da haben sie mich abgelehnt, die Klappstühle. Wollen Sie einen Bonbon? Hier. Nee, dann. Danke. Ist der, der Kindsvater? Simon? Hm? Ne. David ist der Posten, der den Volltreffer gelandet hat. Süß, aber nicht zu gebrauchen. Kann ich Sie mal was fragen? Ja. Warum wollen Sie es eigentlich wegmachen lassen? War es ein Unfall? Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Wiesenberg 28. Franziska. Entschuldigung! Warum wollen Sie es wegmachen lassen? War es ein Unfall? Entschuldigen Sie, möchten Sie rein oder raus? Raus! Hermann, Mensch, was machst du denn hier? Ich wollte mal nach dem Rechten gucken. Ja, Sauwetter ist das. Ich wollte immer ein Kind und jetzt krieg ich ein Kind. Tochter, du bist 46. Ich bin 45, Hermann. Also, zumindest noch ein paar Tage. Und was sagt er, dass er Vater wird? Er heißt Andreas und er weiß nichts davon. Er weiß nichts davon. Frau Funk? Ja? Paulsen. Engel. Ist es zutreffend, dass diese junge Dame hier bei Ihnen ihren Wohnsitz hat? Sag ich doch! Sagen Sie ihrer Nichte auch noch mal, dass sie sich anmelden und ihre Papiere neu beantragen muss. Und sollten wir sie noch mal mit ihrem Bauchladen erwischen, dann ist ein Gewerbeschein fällig. Wiedersehen. Dankeschön.
Ich dachte schon, Sie lassen mich eng. Hi, ich bin Lilly. Was soll das? Oh, er spricht. Jetzt haben Sie mich aber in eine schöne Bredouille gebracht. Menschenskind! Wieso? Sobald die Luft rein ist, mache ich mich doch eh wieder vom Acker. Ah ja, damit Sie den an der nächsten Ecke gleich wieder in die Arme laufen und man mich in einer Falschaussage anzeigt. Ey, jetzt bleiben Sie mal locker. Ich hab mich wegen Ihnen strafbar gemacht. Jetzt soll ich auch noch locker bleiben. Mensch, Hermann, ne? Ich glaube, ich bin hier falsch. Tschüss, Hermann. Tschüss. Lissy, Lilly. Wieso haben Sie denn ausgerechnet meine Adresse angegeben? Also, ich habe gerade keinen so richtig festen Wohnsitz. Und ich habe auch keinen, der jetzt Hurra schreiben wird, wenn ich aufkreuze. Also, Simons WG-Lern kann ich jedenfalls nicht mehr kommen. Ja, und das Einzige, was ich noch so in den Händen hatte, das war das. Also, damit eins klar ist, wir reden hier über 2 oder 3 Nächte. Als Notlösung. Nicht als festen Wohnsitz. Ja, klar. Ich sag ja, die vom jungen Mütterwohnen haben gesagt, dass in den nächsten Tagen was frei wird. Warum haben Sie denn keine Papiere? Wurde mir geklaut. Ich mag Ihren Papa. Was ist denn mit Ihren Eltern? Den Wogentanz kann ich untergehen. Meine Mutter mal gesagt. Sie hat Kunst unterrichtet. Was Sie da in der Werkstatt machen, das erinnert mich entfernt an Pop-Art und an Arbeiten von Rauschenberg und so. Rauschenberg? Robert Rauschenberg? Der amerikanische Künstler. Ja, sorry, ich stehe nicht schon auf die Oli-Parade. Hier. Bitte schön. Danke. Wussten Sie, dass in meinem Alter die Wahrscheinlichkeit für ein Kind mit Down-Syndrom bei 5% liegt, Herr Doktor? Ja, ich bin Frauenarzt, wissen Sie. Sie können es mir ruhig sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass die Messwerte unauffällig sind. Tja, aber finden Sie diese Nackenfalte nicht irgendwie dick? Nein. Nein? Messen Sie lieber noch mal nach. Herr Funk, es ist alles in Ordnung. Achten Sie auf Ihre Ernährung, genügend Bewegung, einen ausgeglichenen Blutdruck und machen Sie sich nicht so viele Sorgen. Hey. Hab ihm was mitgebracht. Oh. Jane!
keine Sachen herumliegen lassen. Mhm. Ach, Lilly. Oh. Mhm. Hausschuhe anziehen. Hier ist noch eine. Mhm. Nicht mit Essen herumlaufen. Das ist ja wirklich sehr beruhigend, dass Sie lesen können. Ich dachte, wir halten uns einfach an ein paar ganz normale Grundregeln. Das ist ja auch wirklich nicht so viel immer. Normal, ja. Finden das normal, ja? Hier. Kriegen Sie mit dem Baby dann auch so ein paar Grundregeln hin, so nachts nicht so viel rumplären oder nicht dauernd in den Windeln scheißen. Ach so, Sie wollen mir was über Kinder erzählen und Sie stopfen diesen Dreck in sich rein. Wie war denn das Screening, Lilly? Was für ein Screening? Ach Mensch, das Ersttrimester Nackenfalten-Screening und die Blutuntersuchung, was sonst? Na, nicht daran wird's aber höchste Zeit. Ist jetzt ein Witz, oder? Nee, ist kein Witz. Hallo. Oh, hallo. Wie viel haben Sie denn dafür locker gemacht? Hm? Wie bitte? Na, für Ihre abgefuckte Nackenfaltenuntersuchung. Wie reden Sie eigentlich mit mir, Lilly? 150 Flocken? 200? Sehe ich so aus, als könnte ich die mal eben so abdrücken, ja? Ja, nette Unterhaltung. Ich wollte auch gar nicht lange stören. Ich habe nur gesehen, dass du den nie vergessen hast, Lilly. Danke. Ich wollte noch ein bisschen raus. Interesse an einer Partie Billard? Ja, kann ich mal. Sie? Ich? Ha. Nein, danke. Vamos. Peilt die Frau eigentlich noch irgendwas? Mensch, Lilly, komm mal runter. Die Frau hat dich bei sich aufgenommen. Ist echt eine tolle Frau. Sie ist attraktiv. Hast du mal die Augen gesehen? Die hat irgendwie was. Was machen Sie denn da? Ja, wonach sieht's denn aus? Kommen Sie da runter. Wieso? Wieso? Das ist gefährlich, mein Gott. Quatsch, ey. Die einzige Gefahr hier ist, dass eine Taube aufs Gewölbe kackt. Ich gebe Ihnen 5 Minuten. Hey, warten Sie mal! Frau Funk! Happy Birthday! Ach, danke schön. Oh, danke. Nee, das kann man nicht passieren. Woher wissen Sie? Ich hab noch was für Sie. Noch hier. Oh. Haben Sie das selber gemacht, Lilly? Ja. Eigentlich wollte ich 2 Fledermäuse machen, aber... Vielen Dank. Von wegen Gewürzgurken, ey. Ich fühle mich schon wie so ein Walross. Müssen Sie sich dran gewöhnen. Wir werden nämlich bald auch aussehen wie Walrösser. Wollen Sie eigentlich verreisen? Ja. Na, weil da so ein fetter roter Koffer an der Garderobe steht. Ach so, nee, das ist mein Notfallkoffer. Kann man ihn früh genug packen. Sollten Sie auch tun. Aha. Was denn? Hallo, ich will eine schöne Bronze kriegen. Hallo? Wenn Sie nicht aufpassen, dann kriegen Sie ein schönes Melanom. Ey, langsam verstehe ich, warum Ihr Typ weg ist. Entschuldigung. War nicht so gemeint. Ich bin schon so lange mit Andreas zusammen. Ich weiß gar nicht, wie es ohne ihn ist. Aber dann wird's doch Zeit, oder? Jetzt mal ehrlich, wozu braucht man Männer? Außer zum Müll runtertragen, Auto waschen und rumärgern. Hat meine Mutter immer gesagt.
Ihre Mutter hat sie wohl alleine großgezogen, oder? So würde ich das jetzt nicht sagen. Und Danny, wegen dieses Screenings, das tut mir leid, weil ich habe das auch gar nicht so gemeint. Ich dachte, dass ich Dr. Vohringer vielleicht frage. Der ist wirklich ein sehr netter Mensch und ich kenne ihn schon ganz lange. Es könnte sein, dass er das einfach so für sie macht. Das ist Simon. Ach, wie schön, er holt sie ab. Nee, der fliegt doch morgen nach Seattle. Bringt er mir noch einen zweiten Schlüssel für seine Karre vorbei. Dilly, bitte. Da geht's los. Dilly, bitte, komm. Dilly, bitte. Ach, hallo. Hallo. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, danke. Woher wissen Sie, dass ich Geburtstag... Ich kann Ihnen leider keinen Geburtstagskuchen anbieten, aber vielleicht einen Rollmops? Ja, und Sie wollen aufreisen? Ich? Ja? Nein. Bitte, das ist Ihr Notfallkoffer. Ah, verstehe. Na ja, gut, man kann ihn gar nicht früh genug packen, nicht wahr? Ja, für Sie. Danke. Eine Babyüberwachung. Mit Temperatursensor. Das ist ja toll. Na, da lacht doch das Kontrollfrikärze. Dankeschön, vielen Dank. Hermann! Cool, Hermann! Ich habe falschen Hasen vorbereitet. Aber du hast Küchenverbot. Mein Vater Hermann, das ist Simon. Hallo? Ah ja. Kommen Sie doch rein, bitte. Sie dürfen gerne Ihre Schuhe ausziehen. Danke. Dankeschön. Danke. Nix. Komisch. Also eigentlich müsste das funktionieren. Ja. Aber Ihre Flugzeuge haben Sie schon im Griff, ne? Lilly! Ja, doch! Ah, wir können Sie hören, Lilly! Das ist nur Sie. Ach so. Lilly, wir können Sie hören! Ja, schön für euch. Aber kann mir mal bitte jemand sagen, wozu diese Monsterringe hier gut sind? Meinen Sie vielleicht die Serviettenringe? Meinen Sie die Serviettenringe? Aha, Serviettenringe, alles klar. Ich dachte schon, das wären so Sexspielzeuge. Verfunk, hä? Ja. Okay. Hat sie eigentlich mal mit Ihnen über Ihre Familie gesprochen? Lilly? Hm. Nee. Aber sie hat mit Ihnen in einer WG gewohnt. Ja, aber das war eben nur für ein paar Tage. So als Notlösung. Und meine ganzen Mitbewohner fanden es nicht so prickelnd. Also ich find's gut, dass Sie ein Auge auf Lilly haben. Es ist halt schade, dass sie jetzt so lange weg sind, ne? Ja. Wirklich schade. Essen ist gleich fertig. Ja. Na dann. Hase. Irgendwie eklig. Aber riechen tut's lecker. Falscher Hase ist ein Hackbraten. Echt? Mit eingebackenen Eiern. Klassisches Kinderessen. Was ist gerade das immer? Sehr gerne. Naja, das ist ja auch eklig. Bei uns gab's immer Tütensuppe. Ja, Gott. Ja, Mann. Das ist ein Tattoo. Das ist dumm Tisch. Dummes Zeug. Genauso wie das da. Ja, von wegen Party und Surfen. Bei 3 Monaten Betriebsstipendien werde ich nichts anderes zu sehen bekommen als Flugzeugmontage. Braver Junge. Und werden Sie dann heiraten? Simon ist gar nicht der Vater. Nee, also nichts gegen dich, Sim, aber... Also Hermann, wer mich flashen will, der müsste auf Anhieb sehen, was das hier ist. Eine Meeresjungfrau. Ein Ekuhami. So heißt der Zeichner, von dem das ein Zitat ist. Mhm. Underground-Genie, Kind und eine Handvoll Maniacs. Der Daniel auch? David? Ah, nee, der war ein Versehen. Und sie hat dann noch jemanden eingeladen, Lilly? Gott, vielleicht ist es auch wieder die Polizei. Schön, sind Sie da nicht genau. Oh, hallo. Ah, Andreas. Alles Gute. Dankeschön.
wir noch eine Vase, ne? Ja, ich schau mal nach dem Nachttisch. Das ist Lilly. Ja, ich, ich werde mal nachfüllen. Sie machen. Willst du verreisen? Ich? Wieso? Weil da draußen ein Koffer steht. Der rote. Ach so, nee, das ist Altkleidersammlung. Lilien. Damit schmückt man Särge. Man kann dich nicht setzen. Gut siehst du aus. Dankeschön. Ich wollte. Bitte. Nein, nach dir. Ja, ich habe das Gefühl, die Trennung tut uns gut. Und ich wollte dich bitten, mir meine Post an diese Adresse hier weiterzuschicken. Und ich kann ein paar Klamotten mitnehmen, wenn es okay ist. Natürlich, klar, nur zu. Franzi, du musst dir keine Sorgen machen. Das Haus ist abbezahlt. Ich mache mir gar keine Sorgen, Andreas. Geh ruhig. Was wolltest du denn eigentlich? Ach, völlig unwichtig. Ich würde ihm seine Post durch die Klospülung nachschicken. Ja, ist doch so. Der Typ ist ein Honk. Ich möchte jetzt bitte nicht mehr darüber sprechen. Ey! Jo, ich geh da mal. Tschüss, Hermann. Wie jetzt? Das war's, aber... Super Party. Ja. Ich schlage vor, wir geben uns die Kugel. Ja, sehen Sie, ich kann das eben nicht. Stellen Sie sich einfach jemanden vor, den Sie gerne mal so richtig rumstoßen müssen. Ganz ruhig, ist nur ein Spiel. Ja. In Ihrem Sinn für Präzision und Ihre Fingerfertigkeit haben Sie es garantiert ganz schnell raus. Also die Finger aufstützen, den Daumen etwas abspreizen und den Kühl einfach über den Daumen fällen. Das tut mir leid, das hat keinen Sinn. Nein! Spielen Sie mit Lilly, ich schau zu, das ist. Hören Sie, Sie haben das doch wunderbar gemacht. Machen Sie es einfach nochmal. Einfach ganz ruhig den Kühl führen. Die Kugel anvisieren. Genau. Hey, Sim! Was ist also immer noch gerne an Oldtimern rum? Hey! Ah! Ja! Cool! So, jetzt rein nochmal. Hey, Eddie. Genau. Wie geht's deiner Mutter? Jetzt. Nicht so du wohnst ja noch zu Hause, oder? Auf jetzt. Warum haben sie es ihrem Typen eigentlich nicht gesagt? Mit dem Kind. Er wird schon selbst drauf kommen. Hm. Wie denn? Durch Telepathie? Ja, er wird schon selbst drauf kommen, was ihm fehlt, wenn wir getrennt sind. Soll das ein Witz sein? Das Einzige, was dem gefehlt hat, sind seine Tennissocken. Der Punkt ist doch, dass ich nicht will, dass er nur wegen des Kindes zurückkommt. Der Punkt ist, sie wollen, dass er überhaupt zurückkommt, der Honk. Achtung! Fahrzeugakademie-Sprechstunde! Kommen Sie mit? Ja, das müssen wir mal nehmen, ne? Hübsch. Würden Sie sagen, Frau... Urbstadt. Genau. Ihre Objekte sind Assemblagen? Also was? Ich sag Ihnen mal was. Diese ganze Theorie-Scheiße wird total überschätzt. Finden Sie? Ja, Mann. Ich brauche kein blödes Gelaber und auch keine verschnarchten Ideen von irgendwelchen Rauschebärten. Ja, ich habe genug Kreativität, ja, dass das klar ist. Das ist nämlich der Witz an der Kunst, dass man nichts erklären muss. Wenn Sie nichts brauchen, was wollen Sie dann hier? Hier an der Akademie finden wir, der Witz an Kunst ist, dass auch die außerordentlichen Talente lernen,
ihre Arbeit zu durchdenken und darzulegen. Schreiben Sie doch mal auf, was Sie bewegt. Ein Paper, 3-4 Seiten. Lassen Sie sich Zeit. Denken Sie in aller Ruhe darüber nach. Damit kommen Sie dann wieder. Hm? Setz zu Ihnen. Lilly! Lilly! Das ist grün! Lilly, was machen Sie denn? Ich mach, was ich will! Und ich hab nicht meinen Führerschein! Was? Aber das... Wo gehen Sie denn? Die scheiß Akademie ist nichts für mich. Wenn die mich nicht wollen, dann sollen sie sich mal schön gehackt legen. Wussten Sie, dass Robert Rauschenberg Legastheniker war? Ich will kein Loser sein. Das sind Sie auch nicht, Liz. Ich und die Wörter, das... Das sind zwei Welten. Lesen geht ja, aber... Und ich das hasse, mich immer als Nullchecker outen zu müssen. Ich komme von einem anderen Planeten, wissen Sie? Bei uns gab es keine Kunst. Und keinen falschen Hasen. Dafür hat meine Mutter immer gern erzählt. Über ihr verkacktes Leben. Die Sau, die sie mit einer gebrochenen Nase sitzen gelassen hat und mit einem Schreimonster, das sie nie wollte. Ich hab doch nur mein Talent. Das weiß ich, Lilly. Und das wissen die von der Akademie auch. Die wollen halt nur nicht, dass sie sich selbst im Weg stehen mit ihrer großen Klappe. Glauben Sie mir, ich kenne mich aus mit sich selbst im Weg stehen. Auch so ein bisschen mit Rechtschreibung und Kunstgeschichte. Also wenn Sie möchten, dann kann ich Ihnen bei dem Papier helfen. Echt jetzt? Ich muss ihm was zeigen. Das trage ich schon eine Weile mit mir rum. Das ist vom jungen Mütterheim. Ach so. Die haben einen Platz für mich. Wir freuen uns. Ich werde mir nächstes Mal so machen. Oh Gott, hoffentlich ist das kein Fehler. Was machst denn du schon hier? Was machst du denn hier?
Ich brate ein ordentliches Stück Fleisch für unsere Lütte. Mhm. Die hat Blutarmut. Und Wackelpudding. Wackelpudding, gut. Machst du da, was soll das? Wie, was soll das? Warum machst du nicht so einen Schnickschnack? Das ist kein Schnickschnack, das ist ein Deckel. Nee, ich, aber der hat nichts da verloren. Hermann, du saust hier alles ein. Ich bitte Luft, dich. Das ist wirklich, guck dir das doch mal an. Das ist ja unglaublich. Franziska, das, alles ist, voll. Das ist keine Kohlroulade. Hermann! Tschüss. Mensch, das ist ja immer gleich fertig sein muss. Also, sag mal, hast du ihn jetzt schon wieder vergrault? Wieso denn schon wieder? Sei doch mal froh, dass er herkommt. Ja, also wegen mir ja wohl bestimmt nichts. Oh, ich hab uns was mitgebracht. Oh, hier, Moskitonetze. Für Kinderbettchen und Spuggies. Guck mal, die sind ganz leicht und total feinmaschig. Mein Gott, Franziska, hier gibt's doch überhaupt keine Moskitos. Also wirklich, hast du eine Ahnung, was da draußen alles mittlerweile rumflattert? Das siehst du nicht, bis es dich sticht. Lilly. Sollst nichts Kaltes trinken. Oh. Ach so, mein Paper ist jetzt dann auch bald langsam soweit, glaube ich. Fehlen noch ein paar Details. Und ich habe dir was mitgebracht. Aha. Und zwar einen Antrag auf BAföG. Es wird ja langsam mal Zeit, dass Schluss ist mit diesen halbkriminellen Verkäufen. Wirklich. Oh! Oh nein! Was? Geht's los? Lilly, sprich mit mir. Oh, Lilly, oh, krass. Durchatmen. Oh, ich rufe den Notarzt, ja? Oh, ich rufe den Arzt. Kannst du nicht sehen? Oh, sie hat voll getreten. Wirklich? Spürst du? Was ist der Fuß? Wie spät ist es? 20.05 Uhr. Oh Gott, wir müssen los. Wohin? Wir haben Termin. Was Termin? Naja, die Vorortbegehung. Begehung? Die Kreislaufcheck. Kreißsaalcheck? Franziska, das ist total schwachsinnig. Nein, das ist nicht schwachsinnig. Das ist sogar sehr vorausschauend. Ich sag dir, du wirst mir noch dankbar sein, wenn du irgendwann niederkommst. Nee, Franziska, du wirst mich bald auch verkrollt haben, wenn du nicht mal ein bisschen chillst. Na? Chillst? Entspann dich. Mach dich locker, Mutti. Franziska Funk. Hallo, hier ist Simon. Oh, Simon. Ist ja eine Überraschung. Wie geht es Ihnen in Cincinnati? Sehr gut, aber das war Seattle. Seattle, genau, Seattle. Oh Gott, hoffentlich ist das kein Ärgergespräch. Also, wenn Sie Lilly sprechen wollen, die ist unterwegs. Nein, ich wollte schon zu Ihnen. Ach. Und, wie sehen Sie jetzt aus? Wie ich aussehe? Naja, also, um es mit Ihren Worten zu sagen, ich habe mir die Kugel gegeben. Und Sie tragen nicht zufällig gerade einen petrolfarbenen Mantel. Doch, ich trage einen petrolfarbenen Mantel. Woher wissen Sie das? Ach so, dann sind Sie seit gestern Abend erst wieder hier. Richtig, richtig. Oh. Soweit man das eben bei einem ausgewachsenen Jetlag sagen kann. Und das ist jetzt was? Ja, das ist Marshmallow Cream. Auf eine Scheibe Toast, die Erdnussbutter auf eine andere, zusammen. Gemischt. Und dann haben Sie das ultimative Fluffernutter-Sandwich. Und das deckt vermutlich den gesamten Kalorienbedarf eines ganzen Monats ab, oder? Naja, Sie können sich das doch leisten. Steht Ihnen übrigens sehr gut. Was? Der Bauch. Oh, können Sie mal kurz anhalten? Meinen Sie es ja? Ja. Simon, ich werde nichts mit Ihnen anfangen. Also, verstehen Sie, ich meine, ich werde nichts mit Ihnen anfangen. Okay, und dann. Ich wäre wirklich sehr froh, dass Sie das sagen. Ach ja? Ja, ich hatte schon Angst, Sie fallen gleich über mich her. Wo wir gerade beim Nicht-Anfangen sind, wann sagten Sie, geht Ihr Probegebären los? Um 5, was ist das? Oh, fuck! Ah, ja. Ja, ja. Alles klar. Und die Kinderintensivstation, die ist hier gleich angegliedert, richtig?
Richtig. Ach, süß. Schmerzmittel werden aber schon routinemäßig verabreicht, hoffe ich. Oh ja. Oh ja. Gut, jetzt machen wir schnell. Und Akupunktur, Fußreflexzonenmassage, Homöopathie, gibt es dafür ausgebildetes Personal? Wir haben sogar einen veganen Oberpfleger. Oh ja. Sie haben bestimmt schon viele Kinder zur Welt gebracht, oder? Und so einiges erlebt. Das kann man wohl sagen. Ja. Okay. Andreas! Hansi! Hallo. Was machst du denn hier? Ich habe die Klinik gewechselt. Ach so, verstehe. Du hast die Trennung ja offenbar sehr schnell verarbeitet. Ja, nicht anders als du, oder? Herzlichen Glückwunsch. Steht dir gut. Der Bauch. Kommen Sie, ich fahre Sie nach Haus. Ja. Hi. Hab's gelesen, dein Paper. Ja, ich weiß, du hast dich voll reingehängt und so, aber irgendwie, das geht echt gar nicht. Was war denn das jetzt? Franziska? Jedenfalls weiß Andreas jetzt Bescheid. Also, beziehungsweise er weiß eben nicht Bescheid, weil er denkt ja jetzt was Falsches. Kann dir doch kacken egal sein, was der Typ denkt. Was verbindet dich denn überhaupt mit dem? 15 Jahre Ehe, Lilly. Ja, außer dem ganzen Memory Blä. Dieser ganze Memory Blä, der war 15 Jahre mein Leben. Ich kann es nicht einfach so wegwischen. Was vorbei ist, ist vorbei. Ich will ja nichts sagen, aber es ist 20 nach 8. Ich habe das Klingeln nicht gehört. Hm. Nicht an Schlaf zu denken, wenn die ganze Nacht die Klospülung läuft. Entschuldige bitte, ich bin schwanger. Übrigens warst du selber fünfmal auf dem Vater gezählt. Hm. Du denkst an heute Abend, ja? Ich denke an nichts anderes. Was machen Sie denn hier? Sie wissen von nichts? Nein, was? Das sieht ja ähnlich. Lilly, oder? Ja, ja. Hat irgendein kreatives Hoch und will die ganze Nacht über in der Werkstatt durchpinseln. Ich bin also leider nur der Ersatz, aber darin bin ich ja richtig gut. Es tut mir leid, Simon. Das war nicht in Ordnung, Sie als Kindsvater auszugehen. Wirklich, das weiß ich. Ich entschuldige mich dafür. Naja, solange Sie nicht noch Alimente von mir verlangen. Gut, also dann. Worum geht's denn eigentlich? Und langsam ausstreichen. Vom Oberschenkel bis zu den Füßen. Schön entspannen, die Muskulatur. Und spürt. Ist das ein Holzbein? Es tut mir leid, ich bin so verkrampft, ich weiß.
Soll ich aufhören? Wollen Sie lieber gehen? Nein, nein, nein. Ich kann sowieso nicht hoch. Ich kann Sie rausrollen. Ja, gute Idee. Wenn der Ingenieur nichts wird, dann kann ich wenigstens nach diesem Kurs an jedem Flughafen der Welt als Leibesvisitateur anfangen. So, jetzt machen wir eine schöne Atemübung. Die Herren bitte, hinter ihre Frauen. Nehmt eure Frauen zärtlich in den Arm. Legt die Hände auf den Bauch. Beide Hände auf den Bauch. Einatmen. Und ausatmen. Sehr schön. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Also, vielen Dank. Sehr gerne. Aber wie gesagt, mein Wagen steht da oben. Ich kann Sie gerne nach Hause fahren. Nein, ich kann zu Fuß gehen. Sicher? Also ich fahre Sie wirklich gerne nach Hause. Ach, ein bisschen frische Luft tut mir ganz gut. Ja. Ja. Okay. Soll ich Sie vielleicht begleiten? Nein, 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 nein. Also ich, Sie haben ja schon genug wie heißt nein. das? Ich Ihnen. Das, nein. Dass Sie das alles mitgemacht haben, so fabelhaft. Das war mir wirklich ein großes Vergnügen. Ja, mir auch. Also dann. Gute Nacht. Entschuldigung. Entschuldigung. Sind Sie sicher? Entschuldigung. Was sind Sie sicher, dass ich Sie nicht doch begleiten soll vielleicht? Ich bin sicher. Sicher. Absolut. Okay, gut, okay. Dann ich. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Was habe ich gemacht? Das Richtige. Nimm dich mal das, was du willst. Lilly, genug Durcheinander in meinem Leben. Ich brauche nicht noch mehr Chaos. Was machst du denn jetzt? Ich gehe zur Arbeit. Es ist noch nicht mal 6:30. Macht nichts. Ich bin überhaupt nicht müde. Oh. Franziska. Gute Nacht. Schlaf gut. Darf ich? Ja. Sinan, ich bin 46. Ich bin verheiratet und ich bin schwanger. Ich weiß. Wie stellst du dir das denn vor? Du bist so jung. Wirklich, du hast ein tolles Angebot in Toulouse zu arbeiten. Dir stehen alle Türen offen, du kannst Karriere machen. Wie soll das gehen? Ich hier in Hamburg mit dem Kind und dann der Arbeit in der Praxis. Wie soll das gehen? Aber Toulouse, Hamburg, das ist doch keine Strecke. Und in 12 Monaten bin ich wieder da. Und gerade du weißt doch, wie es ist, zusammenzocken und trotzdem Welten voneinander entfernt zu sein. Und was sollen die Leute sagen? Bist du so ein schöner junger Mann und dann ich dazu? Wenn mich herablassend anschauen und irgendwann die Hände reiben, wenn es dann vorbei ist. Es ist doch völlig egal, was andere denken. Ich weiß nur, dass ich glücklich bin, wenn ich bei dir bin. Selbst jetzt. Selbst auf dieser Bank, mit deinen traurigen Augen. Ich will, dass wir dieses Thema jetzt lassen. Und dass wir auseinandergehen in aller Freundschaft, das will ich. Nein, was du willst, ist dich einmauern. Du willst dich einmauern mit der Angst vorm Leben, das willst du. Du hast sogar deine Lunchbox vergessen.
nicht? Nee. Hermann, du brauchst ein Hörgerät. Ich bin halt ein alter Opa. Noch ein bisschen abgegriffen, ne? Aber ein paar kleine Reparaturen und das Ding ist wieder 1A. Und hat Platz für 2, ne? Oh. Hermann? Ja? Möchtest du einen Earl Grey? Aber den magst du doch gar nicht. Hast du den da? Englisch mit Milch und 4 Stück Zucker. Ja, bitte. Ja, bitte. Du auch, Lilly? Ja! Hermann! Ja? Ach, so Mist. Ich dachte, schön paar Runden drehen vom Dienst und dann sowas. Da ist dein Iliosakralgelenk mal wieder. Oh. Gib mal das linke Bein hoch, bitte. Ja. So, einatmen. Vorsicht, Vorsicht. Ja, einatmen. Und ausatmen. Oh! Oh, danke. Ach, Franzi, wenn ich dich nicht... Du hast dich verändert, Franzi. Naja, das ist ja noch nicht zu versehen. Dass du dir einfach so einen blutjungen Kerl schnappst. Respekt. Also und du? Du hast ja auch ganz schnell was Neues gesucht. Reinfall. Ja. Also ich für sie jedenfalls, wenn ich sie richtig verstanden habe. Assistenzärztin. Weißt du, ich komme mir in letzter Zeit richtig alt und abgehängt vor. Ja, das Gefühl kenne ich. Sogar schon ein bisschen länger, Andreas. Du, ich warte nicht mehr. Ich schnapp mir den 25er da vorne. Franzi? Ja? Es tut mir leid, dass es an mir gelegen hat. Was denn? Dass es nicht geklappt hat mit Kindern bei uns. Ist alles in Ordnung? Dein Kind, Andreas. Also, das ist unser Kind. Das ist von dir. Das. Moment mal. Mit meiner Wand und dem Bauland geht es gar nicht mehr. Du, hast du gleich mal eine Minute? Wollte ich dich auch gerade fragen. Warte mal kurz. Voll mit Pfeffer. Fertig. Garantiert kacken voll mit Fehlern. Nicht sehen. Gib mir mal den Kleber. Ich nehme jetzt. Ich klebe es dein Ende. Klebe ich jetzt. Nein, nicht das Ende. Die Introduktion hatten wir doch gesagt. Was sind wir? Die Einleitung. Der Anfang! Ja, genau. Ja, wir nehmen deinen Anfang! Das ist sie doch. Ja, dein Anfang ist sonst cool. Sonst ist es großartig, Lilly. Wirklich, das muss man genauso lassen. Und die ganzen Fehler? Ach, die paar Rechtschreibfehler. Komm, lass uns Pizza bestellen. Scheiß auf die Nährwerte heute. Mhm. Ja. Ich muss dir aber auch noch was sagen. Ja, raus mit der Sprache. Habe ich die Klorolle wieder falsch rum reingehängt? Andreas kommt heute Abend nach dem Spätdienst. Mhm. Zu uns. Also zum Essen. Und dann zieht er wieder ein. Ganz. Aber wo willst du denn hin? Wieso? Die jungen Mütter Wohltanten haben mir doch gerade erst wieder geschrieben, dass noch Plätze frei sind. Lilly, aber du musst doch nicht gehen. Bitte. Ist schon okay. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Mehr. Danke.
So, Mädel, der Bus wartet nicht. Ja, dann. Deine Ente. Das ist ein Drache. Und du meldest dich, versprochen? Bingo. Bingo. Hallo, Frau Funk. Hallo. Hallo, Fünkchen. Du bist betrunken. Ja. Da kann man gar nicht drum herum, einen auszugeben. Au! Aber du trinkst doch nie. Wurde auch noch nie Vater. Keine Sorge, ich bin natürlich mit dem Taxi gefahren. Und zwar erstmal direkt auf den Dom. Von so einem Bären habe ich als Kind immer geträumt. Wusstest du das eigentlich? Habe ich nie bekommen. Wo sind denn deine Sachen? Die hole ich peu à peu. Ein paar werden ja wohl noch da sein, oder? Oder? Ja. Doch. Natürlich. Dann ist alles plötzlich anders, findest du nicht? Sag mal, was denkst du denn in Sachen Windelklappeimer? Hm? 14 Liter? Das reicht doch nicht. Oder? Also schön ist das ja nicht. Ja, aber es hat die höchste Sicherheitsbewertung. Und das Leben unseres Kindes ist uns ja wahrscheinlich wichtiger als die Ästhetik. Doch, also ich nehme 18 Liter. Ganz im Ernst. Und diese Babywanne mit dem Henriette? Amelie. Amelie. Oder Henriette. Oder Amelie. Noch ist sie ja nicht mal da und wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Scheiß Fehlkonstruktion hier. Kriegst du es nicht hin? Tina, ich sag doch nur, dass ich beim Thema Elternzeit einfach nur mal nachdenken muss. Das ist doch alles. Ich habe mich darauf verlassen, Franziska. Ich habe extra keinen Fulltime-Ersatz gesucht, weil du nicht zu Hause bleiben wolltest. Ja, ich weiß, das tut mir auch wirklich so leid. Aber die Situation hat sich jetzt irgendwie... Es ist... Ich sag dir, was ist. Du weißt nicht, was du willst. Das ist. Wollen wir eine Partie Billard spielen gehen? Hm? Ob wir eine Partie Billard spielen gehen wollen? Billard? Mhm. Fandst du es nicht immer ein bisschen prollig? Ja, stimmt. Nee, klar, warum nicht? Nein, ich Billard, dachte, nee. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich gerädert. Ja, klar. Du musst ziemlich früh raus morgen wegen des Ärztekongresses. Ach, du übrigens auch, wenn du mitkommen willst. Genau. Du willst doch mitkommen, oder? Ja, ich will unbedingt mitkommen. Liebe Lilly, wie geht es dir? Viele liebe Grüße von Franziska.
hattest recht, Andreas. Womit? Im Grunde wissen wir doch beide, dass es vorbei ist. Was mit deinem Kongress? Kann warten. Verrückt. Früher fehlte uns das Kind. Und jetzt, wo das Kind kommt, fehlt uns die Liebe. Vielleicht versuchen wir es mit Freundschaft. Kindhaus Müller, guten Tag. Ja, guten Tag. Funk hier. Ich würde gerne mit Lilly Urbschat sprechen, bitte. Wen? Mit Lilly Urbschat? Tut mir leid, die gibt's hier nicht. Oh, ja, danke schön. Wieder. Lilly? Du. Hör mal, ich weiß nicht mehr weiter. Ja, komm erst mal rein. Hallo, hallo. Schön, dass du wieder mal hier bist. Hallo, hallo. Franzi, hallo. Oh Gott. Franzi, Franzi. Ich kenn mich noch. Was denkst du denn? Ich hab gerade einen frischen Tee gemacht. Hallo, hallo. Sag nicht, sie ist bei dir. Was denkst du denn? Nur vorübergehen. Da ist nichts für sie, das Heim. Wo finde ich sie jetzt? Gaststudentin. Hat der Prof klar gemacht. Ich darf sogar in Semesterferien hier arbeiten. Und ich habe auch ganz gute Karten für die Zulassung, denke ich. Das ist toll, Lilly. Ich bin wirklich stolz auf dich. Und ich bin gar nicht stolz auf mich. Andreas ist wieder weg und ich habe das die ganze Zeit gar nicht gemerkt. Du und ich, wir sind so wie Feuer und Wasser, aber du bist meine einzige Freundin. Und ich möchte gerne, dass du wieder zurückkommst nach Hause und dass du bleibst. Als du noch klein warst und Mama noch lebte, da passte kein Blatt zwischen uns. Es tut mir leid, dass ich es nicht geschafft habe, dass es so geblieben ist. Ich wünschte mir, dass ich es bei meiner Enkeltochter besser mache. Ja, das wünsche ich mir auch. Lilly. Na, Mädels. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Möchten Sie, dass Ihr Besuch so lange ausgeht? Nein, nein, meine Familie soll hier bleiben. Wir haben Ihren Stoffwechsel wieder im Griff. Mhm. Aber nach Auswertung der Messungen müssen wir leider von einer Plazenta-Insuffizienz ausgehen. Ist sie tot? Nein, nein. Aber wir müssen Sie holen, Frau Funk. Wir bereiten den OP schon vor. Moment mal. Das ist doch noch ein Wurm. Das sind doch noch anderthalb Monate hin. Organisch-anatomisch ist alles weitgehend vollentwickelt. Und wir können von einer Lungenreife ausgehen. Mal Klartext, was heißt denn das jetzt? Dass sie alleine atmen kann, aller Voraussicht nach. Ich will euch bei mir haben.
meine kleine Amelie auch. Alles wird gut, mein Mädchen. Alles wird gut. Was hast du vor? Ich wollte mal ein Stückchen gehen. Aha. Aha. Na, übertreib's aber nicht, ne? Was macht die kleine Strampelratte? Ach, da geht's gut. Hermann ist bei ihr. Und du? Ja, könnte sein, dass ich heute noch platze, ne? Ich werde mal ein paar Drinks organisieren, ne? Ja. Und was zu futtern. Hey, du! Habt ihr hier auch Earl Grey? Also ich könnte dir Hibiskus, Hagebutte, Fenchel, Rotbusch oder ganz gewagt Rotbusch-Minze anbieten. Mhm. Gibt's was zu gucken? Hm. Ist Nekohami, oder? Simon? Du kannst ja gehen. Natürlich kann ich gehen. Mir geht's gut. Und dem Baby? Das Baby kann noch nicht gehen. Aber dem geht's auch gut. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ah. Was? Warte mal! Ich dachte, du liegst im Sterben oder sowas. Ui, es tut mir leid. Ich bin gerade 17 Stunden durchgebrettert, nonstop. Wieso denn? Lili hat angerufen und dann bin ich ins Auto und los. Brauchst du los? Ja, mit meiner alten Kiste da. Das ist doch idiotisch. Ich hab nicht mal. Ich meine, ich muss eigentlich auch wieder los. Ich hab ja nicht mehr Urlaub. Ich hab ja nicht mehr Urlaub. Simon! Auch das noch. Toll. Simon? Ja. Wie lange ist noch mal dein Dings? Mein Traineeship? Ja? 12 Monate. Genau. Und dann? Dann kommt's drauf an. Verstehe. Worauf? Auf das, was man mir anbieten wird. Na klar, natürlich. Klar. Und wenn man dir ein nicht mehr ganz neues Mädchen mit Kind und Kegel und einer Rosen anbiete? Klingt interessant. Tröner. Vorstellen, was mir gerade passiert ist. Weißt du was? Ich kann mir gerade alles vorstellen.